Hallo, mein Name ist Luca Ferrari von Elektroroller Futura und in diesem Video präsentieren wir unseren allerneuesten Elektroroller, den E-Scooter Hawk 2.0. Und der Elektroroller Hawk war der Roller, wo wir eigentlich alles begonnen hat, da wir hier die Exklusivität von der Firma Sunra bekommen haben, dass nur wir den verkaufen dürfen in Deutschland. Und die Firma Sunra ist ja der weltweite Marktführer für Elektroroller. Kann man auch mal googeln, wie gesagt, E-Scooter Sunra zum Beispiel. Und der Elektroroller Hawk 2.0 ist jetzt gerade angekommen, ganz frisch. Und er hat eine Reichweite von 60 Kilometern mit einem Lithium-Akku und mit 120 Kilometern mit zwei Lithium-Akkus. Und er hat 3000 Watt, das heißt, er hat richtig Bums, also er hat richtig viele PS. Und eine Geschwindigkeit erreicht er von 45 km/h und es wird ihn in Kürze auch als 25er Version geben. Und der Elektroroller Hawk 2.0 hat verschiedene Neuerungen, die ich jetzt mal zeigen möchte. Aber vorher zeige ich nochmal erstmal die Beleuchtung. Wir haben hier sehr schöne LEDs, sehr helle LEDs. Wir haben Scheibenbremsen vorne und hinten für ein sehr, sehr gutes Bremsverhalten. Die Bremse kann man einstellen durch diese Hebel hier. Man kann sie sozusagen eine harte Bremsleistung einstellen, aber auch eine lockere Bremsleistung. Und jetzt kommen wir zur ersten Neuerung. Wir haben ein sehr, sehr schönes Display, ein sehr buntes Display, ein großes Display vor allem. Und wie man hier sehen kann, ist es sehr farbenprächtig. Man sieht genau die Prozente von dem Akku, weil wir Battery Management System im Hawk 2.0 haben. Und wir haben einen Fingerdrucksensor, das bedeutet, man kann auch den Elektroroller auch mit dem Daumen starten. Und ich finde, das Display ist wirklich sehr gut gelungen und sehr, sehr schön. Wir haben jetzt schon beim Robo, hatten wir schon ein sehr, sehr schönes Display, aber ich denke, hier beim Hawk ist es auch sehr, sehr schön. Und des Weiteren haben wir neue Griffe und wir haben jetzt drei Gänge. Der erste Gang ist der Eco-Modus mit der größten Reichweite und der dritte Gang ist der Fast-Modus, wo man halt sehr, sehr schnell fahren kann mit einer sehr guten Beschleunigung, aber dafür weniger Reichweite hat. Des Weiteren haben wir hier neue Schlüssel, die deutlich edler sind. Wie man hier sehen kann, sehr, sehr exklusiv, sehr schön gemacht von der Firma Sunra. So, jetzt kommen wir zur nächsten Neuerung. Und zwar, wir haben jetzt hier diesen geriffelten Sattel und jetzt öffne ich mal den Kofferraum, um die nächste Neuerung zu sehen. Und zwar haben wir hier die neuen Akkus, weil das ja Battery Management Akkus sind. Und zwar mit dem Battery Management System kann die Reichweite vom Roller, die kann besser kontrolliert werden. Das bedeutet, dass bis kurz vor Ende der Akkuleistung man die Geschwindigkeit halten kann, also 45 km/h fahren kann. Ich denke, das ist schon eine sehr, sehr wichtige Besonderheit, denn früher gab es kein Battery Management System und da war teilweise auf 40 Kilometern, gefahrenen Kilometern, wurde die Geschwindigkeit merklich langsamer. Das ist bei Battery Management System gibt es das nicht mehr. Bloß man sieht prozentgenau immer noch, wie viel Akku man hat. Auch können die Batterien, wie man sieht, kann man immer an den Batterien auch erkennen. Aha, ich habe jetzt hier zum Beispiel noch 75% Akkuleistung. Und die Batterien sind viel stylischer gestaltet, hier mit dem Hebel und auch mit dem Ladegerät. Des Weiteren, eine weitere Neuerung ist, vorher war hier der Innenraum für die Batterie war aus Stahl. Da gab es aber immer wieder Beschwerden, weil die Batterie hat dann sich teilweise verkratzt. Dann gab es Kratzer in der Batterie. Und jetzt haben wir alles hier mit sehr hochwertigem Kunststoff ausgestattet. Das bedeutet, es gibt keine Kratzer mehr in der Batterie. Das ist natürlich ein Riesenvorteil. Und des Weiteren hat man hier auch immer zum Beispiel ein schönes Staufach. Immer wenn man noch etwas daneben legen will, bei der früher, mit dem, wo es noch aus Metall war, war es teilweise immer ein bisschen schwierig, da reinzugehen. Es war ein bisschen scharf. Jetzt hier mit dem hochwertigen, dicken Kunststoff ist es viel, viel angenehmer und für die Batterie, die verkratzt halt auch nicht mehr. Das denke ich auch ein Riesenvorteil. So, jetzt mache ich nochmal das schöne Display an und gebe einfach mal Gas im dritten Gang. Ich denke, das spricht für sich, die 3000 Watt. Da ist richtig Bums dahinter, da kommt man jeden Berg hoch. Und was auch noch sehr, sehr wichtig ist,
was ich auch schon oft gesagt habe, der Elektroroller Hawk ist richtig groß. Es gibt viele E-Roller, die sind recht klein und da passt eine Person drauf, auch wenn er als Zweisitzer ausgelegt ist. Aber der Elektroroller Hawk ist richtig, richtig groß und da können problemlos zwei Leute sitzen. Ich habe es schon öfters erzählt, die Geschichte. Wir sind teilweise schon zu viert aus Spaß rumgefahren. Selbst vier Leute haben drauf gepasst, also hier schon noch drei Kollegen. Also das ist der richtige Roller für Leute, die wirklich zu zweit bequem herumfahren wollen oder auch für sehr große Leute. Ich denke, mit dem Hawk 2.0 hat man wirklich, das ist ein richtig schöner Roller geworden, wie man sieht. Also das Äußere ist ein richtiger sportlicher Roller. Das ist der richtige Roller, die einen sehr schnellen Roller haben wollen, mit einer sehr hohen Beschleunigung und die auch wirklich bequem zu zweit fahren wollen. Dann alle Infos gibt es wie gesagt auf der Homepage von Elektroroller Futura. Zu kaufen gibt es einen Roller in der Lithium-Version ab 2099 Euro mit allen neuen Features. Dann vielen Dank, bis zum nächsten Mal. Tschüss! Noch mehr Fotos und Videos, die besten Preise und Preisaktionen findest du auf unserer Homepage elektroroller-futura.de. Wenn du keines unserer neuesten Elektroroller, E-Scooter, E-Bike und Elektrokabinenroller-Videos verpassen willst, abonniere jetzt den Kanal von Elektroroller Futura.